Blödsinn. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Minecraft-WG. Mit dabei der Razamoon. Ein wunderschön. Yugi Starscheid. Hallo. Und ich. Ohne Aufnahme. Und ich moderiere trotzdem an. Ja, und? Da sieht man mal. Dein Computer sackt halt gerade. Böses Teil. Tut dein dir Computer nie viel ärgern. Sackt creepy ass. Wo soll ich denn das Lederzeug reintun, was ich habe? Ich will so heute. Ich glaube, irgendwo gibt's schon was für heute. Echt? Bild ich mir ein. Leder in die Ledertruhe, bitte. Die ist irgendwo. Irgendwo haben wir heute. Leder. Heute, hier. Ja, heute. Ich habe noch Himbeerbüsche. Ach ja, jemine. Was ich nicht alles habe. Ah, ich hab da noch was. Ich glaube, das ist für die hier, die braucht das. So. Oh. War doch für dich, ne? Ja. Wird das aber dunkel? Dann sei so lieb und bau die Büsche auch nochmal an. So. Ja, mach ich. Ja, das ist sehr lieb von dir. Kann jetzt mir jemand sagen, gerade dunkel wird? Hallo? Dunkel? Nein. Nicht jetzt schon. Ich tauch gerade, sag dann Bescheid, ja? Ja, unter Wasser ist es immer dunkler. Echt, ey. Was sind wir denn hier? Ich muss es nur wissen, weil ich gerade gucke, ob ich ein bisschen was für Essen für uns mitbringen kann. Der ganze See ist voll. Das nehmen wir mit. Cranberry. Ich wollte noch normales Holz. Wo kriege ich denn normales Holz her, was ich da oben verwenden kann? Definiere normales Holz. Ah, das sind Erdbeerbüsche. Ach, Raspberry, nicht Erdbeer. Wie viel tausend Erdbeeren? Nee, ich habe keine Türen aufgelassen. Nee, ich war das nicht. Nee. Die Türen waren schon vorher auf. Das muss jemand anders gewesen sein, ganz klar. Ja, es war ein Hund. Gibt's irgendwo normales Holz? Ich brauche Buche oder sonst irgendwas. Wir haben noch nicht mehr viel Holz und wir müssen auch wieder Formen für Sägen machen, weil ich glaube, die, wo wir haben, die tun nicht mehr lang. Ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass wir noch Sägen brauchen. Ich brauche erstmal Holz. Ganz normales Holz. Ich habe Douglas Firlock im Inventar. Brauche aber, ganz normales aber noch keine Holzscheite. Kiefernbretter. Kiefernbretter? Nee, was ist denn? Ach, da hinten ist die normale Farbe. Nehmen wir einfach die da von dem Holzhäuschen und bauen wir einfach ab. Aber diese Regale haben ja nur die Farbe von dem Standardholz, ne? Richtig oder richtig? Tauchen. Ich kann jetzt leider nicht sagen. Auf der Suche nach Holz. Laut der Ruzza schon wieder. Er reißt den Boden raus. Das sieht dann ganz schön komisch aus. Ich habe nicht darauf geachtet. Auch mit. Ich habe nicht darauf geachtet, genug Luft zu haben, wenn ich tauche und habe mich gerade gewundert, warum ich Schaden kriege. Hab erstmal in die Tiefe geschlagen. Das ist jetzt noch nicht mal modded, ne? Nee. Saufen tust du in jedem Minecraft. Das stimmt. Ich habe da einfach nur nicht drauf geachtet. Holzilein. Ist so. Ich wünschte, ich wäre ein Holzwurmlein. Du wünschst dir bald was ganz anderes. Ich würde jeden Baum freien. Denn so ein kleines Würmlein. Oh, es wird dunkel, so langsam. Du hast irgendwie eine Dunkelphobie, kann das sein? Nee, bei mir ist allgemein dunkler als bei euch. Ich hab's dunkler eingestellt. Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie bei einem anderen Moody drin, dachte mal, nee, das geht gar nicht. Bin halt gerade auch am Essen pflücken für uns. Holz, Johanna. Holz. Also, sobald ich dann irgendwann in den nächsten zwei Folgen zu Hause angekommen bin, habt ihr ein bisschen Seetang. Yay. Schau mal, dass ich so für jeden eine Portion mitbringe. That sounds cute. Dann habe ich wenigstens was Produktives gemacht. Kann ich hier den Baum noch was klauen? Nee, der lässt ihn dann. I, Seetang, I. Oh, wenn man von hier hinten kommt, ist mein Turm genau hinterm Haus. Das ist total top. Leider kommt man hier nie her, weil wenn das Eis weg ist, kann man hier nicht mehr herlaufen. Aber ist ja egal. Ich stehe jetzt auf dieser Insel und hier werde ich jetzt nächtigen. Auf der Nacht, ach du Schande. Hello Darkness, my old friend. Hier ist aber gerade sehr viel Seegras. Ich singe, weil du hast verpennt. Tut mein Ellbogen weh. Wieso ist denn hier die Tür zu? Also die da hinten habe ich nicht aufgemacht. Ich schlafe. Aufgelassen.
An einem kalten Hort. Guten Nacht. Auf einer Insel. Brother. Ach, scheiße. Mach die Türen zu, aber es sind alle offen, glaube ich. Also beeil dich lieber, bevor die Monster reinkommen. Du kannst mich mal. Ich glaube, ich kann durch jede Tür rein und rausgekommen irgendwo. Ich lebe noch. Hast du im Schlafsack geschlafen, wo du so viele Betten hier neben dir hast? Baut ja. Baut man die Trap aus normal, oder? Entweder sind es 3 Holzbretter oder 3 Holz... Weißt du schon, diese dicken. Muss ich mal gucken. 6. Die unteren 2 Reihen einfach. Mit den Planken? Geht nicht nach so. Mit einem von beiden geht's, ich weiß es gerade nicht. Dann kann ich es nicht machen. Ich hab nur die Planken. Kann ich die zersägen? Zu Brettern? Ja, das geht. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja wunderbar. Ach, damit geht's. Guck, das ist ja scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann zack. Ah, herrlich. Was sind das eigentlich für Dinge? Komische Cellar-Shelf. Was kann man da reintun? Was kann das? Habe ich noch nicht rausgefunden, was man reintun kann. Alles klar, ich geh mal hier raus. Was ist das? Wofür kann man es gebrauchen? Sind wir schon da? Ich habe es einfach gebaut, weil es wie ein Schrank aussah. Okay. Ich dachte, es wäre, man kann halt Sinnvolles reintun, aber bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, was man rein. Vielleicht kann man da die Flaschen oder sowas reinstellen, weißt du, die Tonkrüge. Aber es. Ja. Die Terrafirma-Rezepte sind halt teilweise seltsam. Teilweise. Wenn das eins war, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die Regale auf jeden Fall sind Terrafirma-Rezepte. Sind die nicht von Bilbo Kraft? Die, wo ich gebaut habe, die Regale, wo die Werkzeuge sind, nicht, weil die von Bibliocraft kann man nicht bauen, weil wir diese flachen Dinger nicht bauen können. Ach so. Wo wir doch das letzte Mal ewig gerätselt haben. Ach ja, die anderen kann man bauen, weil man statt diese flachen Dinger halt eben diese Holzbretter da aus Terra Firma hat. Ich kann die Speeren. Was? Ihr solltet keinen verzauberten Speer schmeißen, wenn ihr den schmeißt. Die Verzauberung weg. Alles klar. Das ist ja aber egal, ich wollte ihn eigentlich hier in meinen Finger reinstecken. Geht aber nicht. Das ist echt tragisch. Na gut, machen wir das, was ich eigentlich vorhatte. Irgendwas Produktives. Irgendwas wir machen, produktiv. Hauptsache das war's. Oh nö. Das wäre ja langweilig. Oh. Oh, auftauchen. Nee, alles gut. Noch. Da sagst du was. Da gehen sie leider nicht dran. Was hattest du heute im Futter? Ich weiß auch nicht. Und dann machen wir das halt nur so. Ich warte gerade nur, bis der Energy wirkt. Und dann... Dann geht er genauso ab. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen, den Energy zu trinken. Oh, da sagst du was. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis er wirkt. Was zu trinken? Energy. Also Wasser, oder wie, oder was? Nee, ein richtig schönen Energy Drink. Ach so, du meinst das Gesöff. In natürlich. RL. Jetzt will er es aber wissen mit den Türen, ja? Ja, habe ich vorhin alle schon aufgemacht. Ah, ich ist das weiß. Lecker. Normalerweise trinke ich den mit diesen komischen roten Bullen. Ich trinke normalerweise gar nichts davon. Ich auch, aber ich hab jetzt so ein komisches Niedergesöff hier. Ich habe ein hellblaues Türkise. Ja, eher ins Türkise. Das klingt irgendwie alles eklig. In der Markt nee, schon. Ich habe in der Markt schon mal. Das ist voll lecker, das ist mit Pineapple und Kokosnuss. Ich geht Kokosnuss. Das schmeckt in der Kombination ziemlich gut, irgendwie. Und macht wach. Nach einer Zeit. Nach einer Zeit. Ich dachte, wenn der Zucker darin wirkt. Oh, jetzt weiß ich, wie ich das mit dem Kürbis hinkriege. Prima. Das geht ich krieg ihn gut, doch so. In die Decke gecheatet. Also man hätte auch einen Apfel essen können, aber dann hätte man mich verprügelt. Zu Apfel. Crunch, crunch. Bananen sollen crunch, crunch. Gegen was? Gegen Müdigkeit. Ja, weil sie viel Fruchtzucker haben. Ja. Langhaltenden Fruchtzucker ist auch besser als Energy Drink, der wo sofort... Nein. Man muss einfach den Energy Drink Konsum anpassen.
Du meinst so einen Grundpegel? Auf, oder auf eine Banane musst du einfach 2 Energy Drinks trinken. Dann passt das schon. Haha, ich habe die Kürbisse in die Decke gecheatet, weil man darf sie ja nicht auf den Boden in die Luft stellen. Aber anderen Weg gefunden. Nein. Boah, ich glaube, wenn ich hier fertig bin, habe ich die ganze See leer gemacht. Nein. 2 komplett volle Dinger habe ich schon. So, kann man das so machen? Nein. Nein. It doesn't work! It doesn't work, Jörg. Kann ich die nicht? Kann ich nicht? Wieso nicht? Warum geht das nicht? Nein. Das ist. Ich lebe für Hip-Hop, was? Ich schwör, Bruder. Nein. Mach mal nicht so. Muss man die Fresse halten? Nein. Ist so, ey. Halt mal die Fresse so, jo. Mach mal nochmal Kisten, scheiße. Aus Brettern, ne? Ja. Wir reden hier halt wirklich so 24-7. Nein. Ja, das ist so. Die Folge heißt Nein. 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 Also? Ich nenne die Folge natürlich Ja und nicht Nein. Alles andere wäre blödsinnig. Ja, nein. Das Gegenteil. Vielleicht? Kreuze an. Nein. Cool. Das sieht scheiße aus. Das lassen wir so. Das sieht scheiße aus. Oh Mann, ihr seid so durch. Nein. Nach demselben Motto Doch. Arbeitet mein Bruder. Elektroniker sind die schlimmsten, sag ich nur. Nein. Oh, das ist ja schön. Was ist denn da überhaupt hier? Was ist denn hier? Eichenholz-Gemälderahmen. Kann ich da ein Gemälde reinrahmen? Okay, das war eine blöde Idee. Ich dachte, ich bin schnell genug. Die blöden Ideen sind meistens die besten. Boah, Alter, was ist denn das? Alter, was? Kann ich das... Boah, was ist denn... Was tust du? Was habt ihr da Schönes? Ich guck mir gerade den Eichenholz-Gemälderahmen an. In was? Eichenholz-Gemälderahmen, da kann man raufklicken und da kann man Größe, Auflösung, Seitenverhältnisse, Gemäldegröße machen. Okay. What? What the fuck? Dann mach mal. Nein. Lebe. WA lebe. Man kann die Stützecke auswählen und die Drehung. Aber ich habe kein Gemälde. Ich brauche ein Gemälde. Wie? Kann ich da. Was kann ich machen damit? Bilder zaubern. Ja, aber wie? Ja, scheinbar nicht. Du wirst jetzt Bob Ross. Wenn ihr wisst, wie das hier funktioniert mit den Schutzbalken, was nicht, mit dem Eichenholzgemälderahmen, dann postet es mal bitte unten rein. Brauchst bestimmt noch einen Pinsel für und Farbe. Pinsel habe ich, die Farbe fehlt. Bums, hat er nicht gemacht. Okay. Hat er gemacht, auf jeden Fall. Oh, warte, ich wollte doch was wegtun eigentlich. Hui. Ich muss heute das ganze Reden nachholen, weil ich ja beim Kunden war und da habe ich nicht so viel geredet. Ist ja klar. Jetzt muss ich jetzt alles nachholen. Ist gut. Ist okay. Machen wir so. Okay. Ja, machen wir so. Nein. Doch. Machen wir so. Nein. Wenn wir sagen, wir machen ganz das, mein Turm, machen wir so. Wenn du mal wieder zurück bist, da habe ich noch einmal Tomatensamen und 2-mal Maissamen. Kannst du dir auch noch damit. Alles klar. Machen wir so. Machen wir so. In Ordnung. Aber nichts anderes klauen. Die restlichen Shit brauche ich. Kein Problem. Der stinkt auch, den willst du gar nicht haben, den restlichen Shit. Doch, es ist Mief. Entschuldigung. Das wollen wir nicht haben. Der Energy Drink wirkt. Gott. Nein. Das waren die Abgase vom Motor, die mussten raus. Wir könnten so viele Zitronenbäume noch pflanzen, wir haben so viele... Das ist egal. So, dann erweitern wir doch das Feld. Das sollten wir auf jeden Fall machen, weil das ist halt auch alles Nahrung, ne? Ja, aber ja, ich würde ja einmal wachsen lassen. Ich will gucken, wie die wachsen, bevor ich dann wieder... Ich gehe jetzt auf Touren. Tschüss! Tschüss! Wir brauchen halt Limestone, hilft alles nicht. Wir müssen Limestone finden. Ich bin halt auch schon nebenbei auf der Suche und guck mal hier diese ganzen... Ich brauche ein Schiff. Ich brauche ein Schiff! Hier sind ja immer so Quellen, hier so... So, das Haus ist wieder abgedichtet. Yay, yeah, das Haus ist abgelichtet, was? Okay. Denk an deinen Schlafsack, es wird schon wieder dunkel. Hab ich dabei. Gut. Ob meine Töle auch schwimmen kann?
Nö. Du willst dich bestimmt hinterher teleportieren, umso schneller du bist. Umso schneller du bist. Nein, nein. Nein, nein. Ah, verdammt. Ich will Holz holen für ein Schiff. Hau einen Platz ab und mich greif so ein scheiß Baumwart an. Das ist natürlich ärgerlich. Auch irgendwo in die Tiefe hier, ey. Mann, ey, der Hund greift nicht mal zurück an. Das ist ein blöder Viech, ey. Ich schau gerade auch, das ob ist ein blöder Pink Viech, Holz ey. Finde. Ein blöder Viech, ey. Oder lila? War das Holz pink oder lila? Rosa, lila, gelb, tuffig. Kurz geblümt. Alles klar. Gib mir Holz, Johanna. Holz, Johanna. Ich leg mich jetzt in meinen Schlafsack. Oh, am See wollte ich immer mal pennen. Gute Nacht. Ja. Ich lieg auch in meinen Schlafsack in ungefähr 2 Sekunden. 1. 0. Liege. Am See. Ich wollte schon immer mal unter dem Sternenhimmel schlafen. Ich war auch am See geschlafen. So, hatte ich nicht irgendwo ein Messerchen? Ich hab nicht mal Stein, ich hab eigentlich gar nichts. Eigentlich hab ich gar nichts. Dann sammle ich auch nichts zu essen. 1, 2, 3, 5, 4. Für ein Boot brauche ich 5, ne? So. Ah, ein Boot. Gib mir ein Boot. Oh, der hat ein Boot. Ich fahre auch am Rand lang, damit ich da ungefähr rauskomme, wo ich hin will. Ich will nicht quer übers Wasser wie letztes Mal, das dauert zu lange. Da hinten ist mein Todesbogen. Ich fahre mal so ungefähr in die Richtung. Ich esse jetzt erstmal was. Oh, lecker. Ich will auch was. Mm. Ich trinke mal was beim Fahren. Ja, trinken sollte ich auch. Oh, da sind Wale. Aber wir wissen leider immer noch nicht, wie man Fleisch brät. Wie ist das eigentlich? Können wir nicht die Wegpunkte auch zum Teleportieren benutzen? Offiziell in der Modpack, geht das? Weiß ich nicht. Wenn man Wegpunkt. Ich kann zumindest teleportieren auswählen hier. Dann versuch's einfach mal. Dann ist das Schiff weg. Dann macht man sich ein neues. Das wäre ja dann nicht cheaten, ne? Das wäre nicht cheaten, wenn's. Oh, das geht. Ich bin bei meinem Todespunkt rausgekommen. Oh, scheiße, hier brennt alles. Ach du Kacke. Da war doch was. Jetzt weiß ich wieder, wo ich gestorben bin. Verdammter Mist. Ah. Alles klar, man kann sich also zu seinen Wegpunkten teleportieren. Das ist doch Schönes. Ist an sich schon mal gut. Ist jetzt die Frage, kann man das nur mit Admin-Berechtigung? Das müssen eigentlich alle können. Wenn ich jetzt hier runterspringe und dann da das alle treffe. Ach, ich probier's einfach aus. Aua, ich brenne. Aua, ich bin genau dahin gesprungen, wo ich wollte. Und du lebst noch. Ja, gut, ne? Ich kill da gerade diesen komischen Baum wieder runter, wo ich letztes Mal das Viech da gekillt habe. Aber das heißt ja, wenn ich jetzt einen Wegpunkt mache, könnte ich mich nach Hause teleportieren, könnte Essen wegbringen, könnte wieder hierher. Also wie bin ich denn hier in diesen Baum reingekommen? Theoretisch. Ja, wahrscheinlich. Wo ist jetzt mein... Praxis klappt, ist eine andere Frage. Ich überlege, ob ich die unterste Schicht Holz von diesem Baum abfälle, einfach nur damit, dass wenn das Feuer runterkommt... Mir ist gerade ein Kürbis verschwunden. Nicht die ganze Welt abfackelt. Das wäre eine Möglichkeit. Warte mal, was ist das? Nee, das ist was anderes. Eiche? Haben wir nicht vorhin Eiche gesucht? Eiche? Vielleicht kriege ich da Eiche. Eiche, wir haben überzogen. Oh, das machen wir auch. Noch mehr als letztes. Also, tschüss. Ciao.